Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf den Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zurück bei Scribblenauts Unlimited. Yes! Wir nähern uns langsam dem Ende, würde ich sagen. Wir haben das letzte Level. Und zwar die Kana-Krater, die wir jetzt natürlich auch gleich mal starten werden. Die direkt wieder in die Vollen. Direkt in die Vollen. Willkommen in Kana-Krater. Ich werde das letzte Ding hier auch komplett durchziehen. Also das letzte Level hier komplett mit einem Video durchziehen, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Wir fliegen. So. Hallo zusammen. Da ist das Dings. Wir wollen aber erstmal gucken, was das will. Traust du dich, mit dem Mondfahrzeug über den Krater zu springen? Ja, habe ich. Kein Problem. Das war's auch schon. Das ging ja schnell. So, was willst du denn? Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding sagt. Übersetzer? Stadtführer, Übersetzer. Bla 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 bla. Lost in Translation. Alles klar. Irgendwelche komischen Formeln hat das Ding geplappert. Mal so nebenbei, Leute. Wie geht's euch eigentlich? Ihr habt mir schon lange nicht mehr geschrieben, wie es euch eigentlich geht. Ihr könnt mal ruhig unten in die Kommentare schreiben, wie es euch denn so geht. Und was ihr so macht. Das wäre mal echt nett. Macht das Gelände für die Landung klar. Ja. Ein Hammer vielleicht mit dem Hammer? Ein Clownhammer, ein Schlägel. Zack. Angriff. Bup. Bup. Ist doch ganz Schlange. Das geht bestimmt auch schneller. Reicht das schon? Ich mach mal eine Bombe. Bobo. Wer ist denn Bobo? Nein, eine Bombe möchte ich machen. So. Interagieren. Fertig. Bla, 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 bla. Okay, 3 von 9. Was willst du denn, mein Bester? Gib mir ein paar Pflanzen, die auf dem Mond wachsen. Was wächst denn auf dem Mond? Gras. Gras wächst überall, auch auf dem Mond. Ah. Ja, wirklich. Echt, einfach nur so ein stinknormaler Baum. Das war's jetzt? Was ist das? Hier fliegen irgendwelche komischen Sachen. Wer bist du denn? Hallo? Fliegender Bus. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Gib mir etwas, womit ich zurück zur Weltraumstation gelange. Ein Seil vielleicht. Ein Seil. Boing. Ah, stopp, stopp. Achso. Nee, das ist doof. Warte mal, nee, ich hab doch ein Jetpack hinten drinne. Hier, pass auf. Hier, so was. Da. Bla, 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 bla. Tschüss. Du hast dein Seil verloren. Komm zurück. Cool, ich kann jetzt Bruder Bass spielen. Was leid hier? 5 von 9. Was ist das denn hier? Fliegende stinkender Dose. Hilf mir, über einen Weltraummüll in diesem Mülleimer zu sammeln. Aufsammeln. Bitteschön. Auffüllen. Noch mehr? Ich bin der fliegende Holländer. Da, du siehst noch aus. Bolzen. Nimm den Bolzen mit. Das sieht aus wie Müll. Das schmeißen wir einfach weg. Hier, noch mehr Müll. Hier. Bolzen. Was damit? Fliegender Riesenmehl-Asteroid. Das sieht nicht aus, als ob man die wegschmeißen könnte. Da, das sieht auch noch eklig aus. Eine alte Pizzadose. Pizzaschachtel. Wer schmeißt denn eine alte Pizzaschachtel in den Weltall? Ins Weltall. Ha? Bitteschön. Weltraummüll. Tschüss. Wiedersehen. Keine Anspielung auf Star Wars oder Star Trek? Wirklich nicht? Ich kann die Erde nicht sehen, weil dieser Asteroid im Weg ist. Schieben weg. Ja. Komm schon. Schieb. Schieb. Ja, ein bisschen noch.
Schieb weiter. Schneller, mit aller Macht. Mit der Macht des fliegenden Holländers schieben wir einfach diesen Asteroiden von der Erde weg. Das sollte kein Problem sein. Denn ich... Huch, du sollst ja nicht drauf rumspielen. Du sollst ihn wegschieben. Schieb, 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 schieb. Komm schon, er ist ja gleich weg. Ja. Was ist das? Was ist das? Roter kleiner... rote kleine Mottenkugel. Warum nicht eine Mottenkugel? 7 von 9. Du bist ein... Wal? Du bist ein riesiger fliegender Grönlandwal? Warum? Muss doch noch Käse geben. Gib mir etwas, womit ich nach Käse graben kann. Wie ist mit der Schaufel? Hier. Hier, grab damit. Mondgold. Klasse. Der große, gute Mondkäse. Ich brauche ein Fahrzeug, damit ich den Space-Wal verfolgen kann. Da ist eine Rakete. Nur die. Ja. Wuhu! Hier. Da. Ein Space-Wal vor allen Dingen. Schiff. Schiff gibt's nicht. Schilf, Schaf, Schild, Schiri, Schirm, Schiso. Was ist denn ein Schiso? Ah, nee, ist gemein. Ach, ein Schizo. Schizo? Nee, Schiso. Keine Ahnung. Warum? Shuttle? Sattel? Schatte? Schütze? Schafft man Shuttle nicht? Shuttle so? Rakete? Flugkörper? Raumschiff? Oh, verstecken. Juhu! Oh, oh. Das war nicht so günstig. Okay, haben wir geschafft. Oh, oh, da geht's ab. Der Typ stirbt da drin, glaube ich, gerade. Schnell ins schwarze Loch! Komm näher, um mich zu starten. Okay. Gefahr. Schwarzes Loch. Schaffe Objekte, um das schwarze Loch zu stopfen. Gefahr. Schwarzes Loch. Ich bin ja mal so gespannt. Ja, da guckst du, wa? Das Militär. Wieder mal ist das Militär überall. Oh nein, das schwarze Loch droht, unseren Planeten zu zerstören. Platziere jemanden, der etwas darüber herausfinden kann im Inneren der Kanone. Ein Wissenschaftler. Wir sind damit. Hier, bam. Drin in die Kanone. Huhu. Und? Wer bist du denn? Es sieht nicht so aus, als käme der Forscher zurück. Versucht das schwarze Loch mit etwas Haarigem zu stopfen. Mit etwas Haarigem? Wie das mit dem Affen? Hier. Puh. Ach so, weil er hier Dingsbums ist. Ah, verstehe. Logisch, der ist Klempner und haarig, verstopfen ja Abflüsse und sowas alles. Das ist natürlich total logisch. Die Haare haben auch nicht funktioniert. Versuch die Kanone zu verwenden, um etwas in das schwarze Loch zu fahren. Was? Versuch die Kanone zu verwenden, um etwas in das schwarze Loch zu fahren. Was soll ich machen? Ach, ein Auto oder so war da. Bin hier ein Mechaniker, hier eine Limousine. Zack. Puff. Wird immer größer. Ihr habt keine guten Ideen, Leute. Ja, jetzt kommt ein Flugzeugträger. Keine dieser Lösungsvorschläge funktioniert. Jetzt müssen wir Gewalt anwenden. Lade die Kanone mit etwas, was das schwarze Loch in die Luft jagt. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, Leute. Was benutzt die Menschheit immer, wenn es keinen Ausweg mehr gibt? Genau, eine Atombombe. Feuer! Hat nicht funktioniert. Oh, der Affe ist zurück.
Der Forscher hat die Lösung. Lass das schwarze Loch implodieren, indem du ein anderes Objekt von enormer Masse hineinschickst. Schnell, lade die Kanone. Planet. Hier, Feuer. Feuer. Puff. Juhu. Wir haben den Planeten zerstört. Wir haben einen Planeten zerstört und... Hallo? Ah, da ist er. Puhu. Starride. Starride, Leute. Da ist er, der Starride. 84. Ich bin begeistert. Schnell weg. Bevor es mich auffrisst. Mensch, das ist ja schon jetzt der letzte Starride, den wir so im regulären sammeln können, glaube ich. Was? Marsianische Eindringlinge vom Weltall? Was? Oh nein! Was ist das, hier so eine Art Pilger oder was soll das darstellen? Wer sind die denn? Katzen, mutierte Katzen und Hunde. Marsianer greifen die Mondsiedlung an, erschaffe etwas, um die angreifenden außerirdischen Katzen zu vertreiben. Ein Hund. Uff. Haut ab. Nein, sie haben das Haus zerstört. Oh mein Gott. Aliens, Roboter und Zombies. Brain. Die Katzen sind weg. Aber nun haben die Marsianer Weltraumzombies runterfallen lassen. Sie sehen aus, als ob sie Hunger hätten. Schreib etwas, um sie zu füttern oder vielleicht verschwinden sie dann. Und vielleicht verschwinden sie dann. Hirn. Die wollen Hirn. Hier, Hirn. Hirn. Zombie. Zombie liebt Hirn. Na toll. Die Marsianer haben den ganzen Hof zerstört. Schreib einen Ort, wo man leben kann, der den Angriff der Marsianer standhält. Eine Burg. Bitteschön. Oh oh. Ah! Die Marsianer haben die Sprosse in eine pflanzenfressende Pflanze verwandelt. Tu alles, um den Schutzraum vor dieser Bestie zu schützen. Ein Riesenroboter. Mechanikroboter. Feuer! Oh mein Gott. Das ist übertrieben groß. Hat das hier geklappt? Warum ist da ein Spiegel? Oh oh. Wollen wir das alles rausfinden? Eine Kassette. Juhu! Kann ich. Feuer! Feuer! Angriff! Das ist doch geil, der riesige Roboter. Ja, Starride, juhu! Marsianische Eindringlinge vom Weltall. 85 Sterne haben wir jetzt. So. Aber sind wir fertig? Ich schau einmal. Okay, ich schau nochmal durch. Fertig. Da, gut. Kann man... Da auch. 85 habe ich jetzt. Ja. Ja, liebe Leute, wir sind mit dem regulären Spiel durch, würde ich sagen. Damit würde ich erstmal sagen, verabschieden wir uns erstmal für diese Folge. Aber keine Angst, es wird weitergehen. Ich werde noch Bonusfolgen machen, beziehungsweise eine, ich weiß, vielleicht eine oder zwei, ich guck mal, in denen ich wirklich versuche, alle Sterne zu geben, weil ich guck mal eben nochmal kurz. Weil, wie ihr seht, wir haben 85 Sterne von 106. Oder Splitter von 106. Ich weiß nicht, ob Splitter sind oder Sterne. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine ganze Menge und ich will die unbedingt mal rausfinden und schau mal, wie das funktioniert. Aber bis dahin würde ich nur sagen, verabschiede ich erstmal von euch. Ich bin der Captain und melde mich aber ab. Bis zur nächsten Folge. Ciao!